Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subnautica Below Zero. Und jetzt, wo es dunkel war in der Nacht, bin ich mal los eben und habe so ein paar Fische eingesammelt hier noch. Und ein bisschen Salz, da musste ich eine Weile nach suchen. Jetzt wird er doch, glaube ich, gerade so weit hell. Das kann man hier immer gar nicht so richtig gut sehen. Und mache ich noch so ein bisschen hier an Vorräte. Weil wir wollen ja zum Anleger heute. Und da werden wir uns auch gleich auf den Weg machen. So, das noch eben verballern. Dann habe ich, was da drin? Lass mal eben gucken. 2 Glubscher. Und 3 Boomerangs. Okay, dann mache ich Folgendes. Die Glubscher werde ich pökeln. Und ein Boomerang, denn es hat Salz verbraucht, ne? So, jetzt würde ich ja am liebsten, ich weiß ja nicht, welcher was ist, ne? Wenn ich jetzt mal da reingucke. Hier habe ich ja auch so ein Boomerang. Steht da schon irgendwas? Nahrung plus 8? Hm. Die halten sich ewig, ne? Ja, aber dann mache ich trotzdem nur einen. Weil wenn ich die einmal gekocht habe, dann sind die... Na, 91... Ja gut. Die brauche ich aber nicht mitnehmen. Ich nehme einen mit. Und den lassen wir auch hier. Den nehmen wir mit. Den werde ich noch zubereiten. Mal gucken. So, trinken. Machen wir so, oder? Ah. Ja, komm. Ich hoffe, wir finden da auch noch einiges. Soweit ich mich erinnere, ist das auch so. Machen wir den noch. Den kann ich dann gleich noch verschmackofatzen. Und dann hauen wir ab, würde ich sagen. Wichtig ist, dass ich den Scanner dabei habe. Ich habe 2 Ersatzbatterien dabei. So, den trinken wir noch. Den nehmen wir mit. Ja, ich glaube, so ist gut, ne? Ja, ist auch schon richtig hell jetzt. Dann wollen wir mal. Wo ist die Boje? Notversorgungslager da. Oh, das sind 580 Meter. Das ist ein Stück. Da wollen wir jetzt auch keine Zeit verlieren, dass wir da jetzt auch zügig hinkommen. Und auch nichts großartig looten da auf dem Weg dahin, weil ich glaube, da finden wir so einiges. Mal gucken, dass wir auch mal... Ach, hier geht das runter? Kann das sein, dass diese komische Kapsel auch nicht immer an dem gleichen Ort steht? Du hast mich doch jetzt geärgert, du Eisklubscher. Du wusstest genau, die sammelt jetzt nichts. Da kann ich ja ruhig vor der Nase rumtanzen. Tschüss! Ah, da sind schon die Schreihälse. Ich sehe sie da links. Ja, weggeploppt. Aber vielleicht sollte ich auch mal atmen. Könnte hilfreich sein. Da sehen wir schon die Insel. Ja, hier kann man schon auch mal Ressourcen finden, die wir sonst bisher noch nicht hatten. Das mache ich jetzt mal auf hier. Ja, Titan, wunderherrlich. Naja. Ach, guck an. Der Klopfer, die sind auch nicht so ganz ungefährlich, wenn man denen zu nahe kommt. Aber die Gefahren hier, die sind ja alle nicht so... fürchterlich dramatisch hier. So, hier wird's kalt. Das ist die Boje. Die lassen wir mal schön stehen. PDA einsammeln. Gibt's hier noch was? Ah, ja. Fläschchen Wasser. Oh. Das muss ich auf jeden Fall jetzt alles scannen, was hier rumsteht. Schreibtisch, kann man den auch? Den kann man auch scannen, weil den werden wir natürlich später in unserer Base, werden wir den natürlich auch aufstellen. Da kann ich jetzt mal fragen, das wird ja vermutlich wohl doch noch ein bisschen dauern. Hier war da was. Bis ich so weit bin, dass ich vernünftig die Base bauen kann. Jetzt ist noch eine gute Gelegenheit. Oh, da ist so ein großer. Oh, die sind gefährlich. Eine gute Gelegenheit, mir zu sagen, was ihr denn meint. Lieber so tief unter Wasser die Base oder was ich ja persönlich bevorzuge, ist eine Base, die so ein Stück unter Wasser liegt, aber auch Bereiche über Wasser hat. Jetzt sitzt mir gleich. War nicht hier auch noch irgendwas zu scannen? Jetzt wird's kalt, ne?
unter Wasser aufwärmen gehen. Hier kannst du gar nicht so hier pusten und Hände reiben. Das hört man doch gar nicht. Das hört sich ja ganz anders an. So. Wie sieht es denn hier aus? 82 und der bringt 19. Ja, passt jetzt, ne? Bevor der noch mehr verliert. Da haben wir nämlich schon ein Wasser. Hier kommen wir auch schon mal. War da gerade was zu scannen? Bin doch nicht da. Da. Ein schön Pfeilchen. Da hinten ist es. Hä? Naja. Na, da ist so ein Schreihals. Die sind gar nicht so ganz so böse. Die beißen zwar auch mal los. Aber so ganz so dramatisch ist das nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. This is a recorded message. If you can hear this, you're trespassing. If you know what's good for you, you'll get the hell out of here. Aha. Ja, da ist jemand, warnt uns. Los, verschwinde. Aber wir wollen ja jetzt hier auch gucken. Da ist doch diese Rakete, wo man Proben mit draufschicken kann. Und die müssen wir ja auch noch finden. Ja. Kommt die jetzt schon, die Margaret, oder kommt die später? Dann gehen wir hier lang. Ich gehe erstmal scannen, was das Zeug hält. Muss mich ein bisschen ranhalten. Ich möchte nämlich das auch zügig hier erledigen, bevor das wieder dunkel wird. So. Wie groß sind die? Die sind groß, ja. Jetzt noch einen von. Und einen nehmen wir erstmal mit. Die kann man auch später einpflanzen, aber das kann ich gar nicht alles heute mitnehmen. Ich habe noch gar nicht hier das Bauwerkzeug. Nicht, wo wir lang müssen. Hier vielleicht? Ah ja, da ist es schon. Stop right there, Altera. You're out of bounds. I'm not with Altera. Then your position is doubly precarious. What do you mean? If you're telling the truth, you're out of your mind. If you're lying, there'll be hell to pay. Wait! Who are you? Stay off my land. Ja, Margaret. Wer Subnautica 1 gespielt hat, der hat von ihr schon gehört. The exosuit has been traced as far as my technology will allow. It would appear I'm far less alone on this planet than I had anticipated. Signal location uploaded to PDA. So, scannen, was das Zeug hält hier. Und looten. Also eher unwichtige Dinge. Jukebox, später, aber gleich alles hier. Fabrikator. Alles wichtig. New Blueprint synthesized. Ja, 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 ja. Der Mehrzweckraum. Ja, damit man überhaupt so Räume bauen kann. Die Baupläne hier erstmal scannen. Auch wichtig. A map will come in handy. I should be able to find my way to Phi Robotics, where Sam worked. Brauche ich ja nicht vorlesen, das könnt ihr ja selber, ne? So, hier noch irgendwas? Schilder? Na, hier hat der Fred gewohnt. Haben wir noch so ein Ding? Ich weiß nicht, ob ich die alle abspielen sollte. Naja, mal gucken. Weil das ist wirklich eine Menge. Haben wir noch Platz? Bett, ja. Jeremias Bett. Freds Bett.
wir da noch Bildchen? Das Ding nehmen wir auch mit. Wandregal, natürlich. So, aber wenn wir dann irgendwann mal das Konstruktionswerkzeug haben, dann können wir eine Basis anfangen zu bauen. Also Vorschläge oder Ideen, was ich berücksichtigen sollte, wo die Basis hin sollte, ob mehr mit mehr Bereich außerhalb Wasser, aber hier ist das ja nicht so schön wie in dem ersten Teil. Hier sieht man ja meistens nichts, weil ja meistens so Schneesturm hier ist. Das ist natürlich meistens auch so der Performance geschuldet. Das machen die deshalb ganz gerne. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Um die Performance nicht so zu belasten, wenn man so weit gucken kann, ne? Ach, da ist ja auch noch was. Da ist ja schon das Konstruktionswerkzeug. Habe ich das jetzt mit einem Mal oder muss ich da mehrere von haben? Gucken wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Haben wir. Ja, geht los mit dem Base bauen, ne? Vielleicht doch zu spät gefragt. Was haben wir jetzt hier? Solarmodul. Hier rappelt's im Karton. Nein, im Karton. So, da waren wir drin, ne? Hier gibt's doch noch mehr. Aufpassen, hier ist es zu eisekalt. So, rein. Mach auf. Erweiterter Kabelsatz. Hier geht's jetzt ratzfatz, hier wird eine Menge. Cushy setup. Must belong to one of those higher uppers. Naja. Emanuel, da gibt's doch auch Dialoge mit dem. Sam really got under management skin. I didn't know she had it in her. Hier habe ich doch gerade noch was. Chefschreibtisch. Alles. Fenster können wir auch noch, ne, glaube ich. Aber manche sind so ein bisschen versteckt. Ah, das ist das Aquarium. Ja, hier wird jetzt erstmal Baupläne gesammelt, ne? Noch ein Bett. Zack. Da war doch noch was. War da noch was? Nee. Observatorium. Fenster habe ich, glaube ich, noch nicht, ne? Oder wie war das jetzt? Ne, Fenster gibt es, glaube ich, woanders. Das mitnehmen. Das. Normaler Pflanztopf. Ja, dann haben wir hier, glaube ich, auch alles, ne? Der Stuhl, den brauchen wir nicht, den haben wir. Fenster gibt es hier nicht, das gibt es nämlich woanders. Vielleicht kommen wir da ja heute noch hin. So, und dann ist da noch was. Wie war das noch? Da brauche ich doch irgendwas Spezielles. Da renne ich jetzt nochmal hin. Aber es wird kalt. Es wird schon bald dunkel, ne? Ja, das ist... Warte mal, den kann ich vielleicht auch noch. Ja. So, hier... ist die Rakete, womit man Proben zur Analyse schicken kann oder sowas, ne? Die fliegt zu der Altera-Station. Sieht man die eigentlich gerade? Nee. Satellitenüberwachung, Statusbericht. Ja. Wie war das jetzt hier? So hier rum. Kann ich hier irgendwas scannen? Nö, ne? Oh, jetzt wird es schon wieder so kalt. Ach, da muss ich hoch, genau. Hier hoch. Ja, ich weiß. So, und hier Testüberbrückungsmodulanschluss. Genau, da muss ich nämlich anschließen, um da irgendwie das auszutricksen, dass ich das benutzen kann. So, runter. Au, scheiße. Aua gemacht. Ich muss jetzt schnell... wieder zu der Station. Ich glaube, ich muss da die Nacht verbringen, ne? Ja. Naja, der klopft schon. Mal hier rein. Hier drin ist nämlich warm. Hypothermia imminent. Ja. So, hier geht's jetzt aber, ne? Ja.
Ja, da sollte ich doch mal vorschlagen. Ich möchte aber jetzt hier die Nacht nicht verbringen, ehrlich gesagt. Ach, das kann ich auch scannen? Ach so. Weil da stand nur benutzen. Ja, das ist doch gut. Ah, jetzt hätten wir das nämlich... Dann kann man das irgendwann auch bauen und sich auf den Schreibtisch stellen. Ja, dann würde ich sagen... Gucke ich, dass ich jetzt ins Wasser komme, dass ich jetzt runterkomme. Da sind ja auch die Lilien. Habe ich noch Platz? Ein bisschen. Da können wir noch ein bisschen was mitnehmen an Zeug, was es hier so gibt. So, jetzt muss ich mal gucken. Wie komme ich jetzt am besten hier runter? Da geht es wieder rauf. Da habe ich jetzt nichts vergessen, da oben, oder? Ah, wir kommen ja sowieso noch öfter hin. So, gucken, wie können wir jetzt am besten hier? So, dann nehme ich hier noch ein bisschen was von mit. Mach. Kupfer, ja. Ja, schön warm machen. Oh ja, Mensch, genau, die nehmen wir mit. Das ist auch wichtig. Aber ich hoffe, die vergammeln nicht. Und wenn sie vergammeln, kann man auch mal scannen. Da müssen wir den Scanner für nehmen. Das geht ja nicht mit dem Scannen. So. So, das ist jetzt... Die lassen wir mal noch. Haben wir dann drei Stück? Muss ich gucken, dass ich die unterbringe, dann kann man nämlich die anpflanzen. Pflanzkasten habe ich ja auch schon. Ich muss dann nur eben bald mit dem Weißbau anfangen. Ja, mal gucken. Vielleicht verkneife ich mir das noch für diese Folge, damit anzufangen. Man macht ja dann... Nee, aber die werde ich ja auch schon bald aufzeichnen. Ah, das ist knapp, ne? Naja. Ich dachte jetzt nicht, dass wir jetzt schon so früh da dran kommen. Kann ich hier runter? Oh, nee. Wie komme ich denn da runter? Ich will doch nicht wieder erfrieren hier. Ah, hier geht's doch, ne? Hä, oder? Was ist da duster? Ach, da ist er. Alles klar. Hier ist jetzt auch warm drin, übrigens. Ja, gut. Hier noch irgendwas vergessen? Nö, ne? Mal eine ganz kurze Runde drehen. Ja, doch, eine Bank. Naja. Ach, guck an. Großschnauze ist auch hier. Mal aufpassen, dass der uns nicht gleich in den Popo beißt. So, in die Richtung müssen wir. Wo ist er denn? Da drüben. Ja, der sah gerade nur so groß aus, das ist keiner von den Großen, das ist einer von denen. Ja, die sind frech, die beißen auch, aber ist jetzt, für die, die das nicht wissen, die sind nicht ganz so gefährlich, wie sie wirken. Aber das heißt natürlich nicht, dass man denen nicht aus dem Weg gehen sollte. Ja, da ist er schon, Großschnauze, ich hau lieber ab hier. So. Ich schwimme jetzt deswegen hier unten in Grundnähe, weil ich so ein bisschen Hoffnung habe, vielleicht schon ein Bauteil zu finden, ne? Ja, genau das meinte ich. Genau das meinte ich. Fragment einer Seebahn. Hier haben wir nämlich mobile Fahrzeugstation auch schon. Da brauchen wir nämlich auch. Aber da brauchen wir natürlich mehrere von. So, erstmal gehen wir atmen. Nach Hause ein bisschen ausladen, sofern möglich. Also ich will jetzt nicht jede Menge von diesen Schränken bauen. Weil die braucht man ja nur jetzt am Anfang, später ja dann gar nicht mehr. Wie viel Platz habe ich noch? Einen! Einen! Oh, das ist einer schon von diesen Viechern. Uah. Nicht beißen, hau ab, du. Ah, ich glaube, mit dem Gleiter kann man den entwischen. Ach, das ist das, wonach ich gesucht hatte. Dann gehe ich da jetzt aber auch eben hin.
Hier, daran erinnere ich mich nämlich. Hier gibt es nämlich auch noch was. Oh, was ist das für ein Wetter wieder, ey. Na, das hatten wir aber schon. Jetzt bin ich voll, ne? Was ist das? Ach, wieder so eine Lampe da, ne? Das sind die ganzen Poster. Oh je, und ich habe noch keine... Oh, ist auch noch was. Oh, ein Futterblock. Ja, das wäre jetzt ein bisschen früh. Hypothermia imminent. Ja, ich... lass mich hier weg. Ja, den haben wir schon vergessen. Ja, 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 ja. 218 Meter. In welche Richtung ist jetzt die Frage, ne? Ich habe ja noch keinen... Aber ich werde jetzt mal genau darauf zuschwimmen und dann kann ich anhand des Stand, also der Position von unserer Kapsel, kann ich dann sehen, ungefähr in welche Richtung. Falls ich da nochmal gucken will. Ich hatte da nämlich schon so ein bisschen nachgeguckt, hatte das so nicht gesehen. Aber jetzt haben wir das ja gefunden. Ah ja. Also quasi hier hinten raus, ne? Gegenüber der Tür. Also wenn ich die Tür jetzt habe, dann ist das ungefähr 11 Uhr von der Tür hier. Ne? Also in die Richtung 200 Meter, da ist das. So. Mal gucken, dass wir die erstmal reinpacken hier. Ja, ich... habe ich Fisch? Nee, dann können wir das erstmal rüber machen. Ja, ich werde da wohl nicht drum rumkommen. Auch der ganze Krempel hier, Poster. Ja, ist schon voll. Das ist jetzt ärgerlich. Dann mache ich doch nochmal. Hier habe ich noch einen. Ne, einen kann ich nicht machen. Dann habe ich noch einen Schrank hier. Und da packe ich dann so dieses Deko-Zeug erstmal rein, würde ich sagen. Habe ich da schon was reingetan? Von dem Deko-Zeug? Ne, doch den. Ja, da packe ich dann erstmal in den Schrank. Nein. Boah, ey, das ist aber ätzend. So. Das da rein. Und dann? Ja, hier noch ein bisschen von dem Material. Hä? Was war das denn jetzt? Komisch. Ja gut, dann können wir noch ein bisschen weiter rausbringen. Ist ja auch schon bald um, ne? Geht immer so schnell hier. Hier, Material. Ich glaube, mehr passt eh nicht. Das? Ist hier nur irgendwo Platz? Ja. Genau, und der war voll, ne? Ja. Also mit, ich möchte jetzt nicht nur mehr von den Schränken bauen, damit möchte ich jetzt rauskommen, bitte. So, wie sieht's aus mit Hunger und Durst? Was trinken könnte ich? Da trinke ich jetzt erstmal die 20er Flaschen. Jetzt habe ich die schon weg. Da. Na, das sind nämlich 30er. Die bringen 35 und die bringen 50. Also das ist schon deswegen erst die billigen wegtrinken. Weil die auch genauso viel Platz brauchen hier im Speicher. Den lasse ich erstmal hier, das nehme ich mit. Den lasse ich hier, den nehme ich mit. Gut. Ja, ich weiß nicht, wie lange noch hell ist, aber ich werde dann jetzt mal versuchen, in die Tiefe runterzugehen. Ich glaube, das war auch in die Richtung, ne? Ein Stück tief zu gehen. Ach so, Moment. Vorher will ich was gucken. Die Sauerstoffflasche. Hier, das ist eine Standard. Eine bessere kriegen wir noch gar nicht, oder? Gibt es noch keine bessere? Nee. Ja, da muss ich da noch ein bisschen tauchen. Oh nee, da wollte ich ja gar nicht hin. Ich hab noch keinen Kompass. Kann ich den eigentlich schon bauen? Da gucke ich jetzt auch noch mal eben nach. Das möchte ich jetzt schon wissen. Kompass.
Na, einen haben wir schon von der Seebahn. Jetzt ist er schon mal. Vielleicht ziehen wir noch weiter, oder? Scannerraum, Basiselemente. Ne, da könnten wir auch schon loslegen. Hier haben wir auch schon eine Menge Zeug. Ne, aber Kompass ist nicht, ne? Ne, ich sehe da jetzt auf Anhieb nichts. Da sehe ich doch so einen Brückenbogen. Wo ist das? Boot runter geht hier, ne? Das ist irgendwie versteckt. Ich sehe ja hier diese, wie heißen die, diese verschlängelten Brücken. Die sind ja da über dem Bereich, wo es richtig tief runter geht. Da will ich ja hin, aber solange ich keinen Kompass habe, suche ich mir... Ne, jetzt sind wir schon wieder hier, wo diese Eisschollen rumschwimmen. Oh, ist aber auch ätzend. Die Orientierung, die ist irgendwie noch nicht so wirklich gegeben. Ja. Ah, ja, hier, ne? Genau. Sorry. Erst nochmal atmen und jetzt mal gucken, dass ich noch ein Stück tief komme. Da haben wir auch immer diese Blumen. Ja, es gibt nur Titan, weil wir das schon haben, den Gleiter. Oh je. Ach du Scheiße. Tschüss. Das könnte Warning. Blei geben. Ja. Ich weiß, es ist gefährlich, was ich hier mache. Hm, Kupfer, okay. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Eine Blume gesehen. Gucken wir, ob wir das schaffen. Es ist eng. Aber da möchte ich jetzt nochmal gucken. Da gibt es ja einmal noch dieses Notsignal. Die Richtung. Aber das wird schwierig so mit dieser. Ich bräuchte erstmal noch eine bessere. Oxygen. Wow, das war knapp. Naja. Da ist was. Da will ich hin. Da gibt es, glaube ich, auch das Fenster, ne? Das war gleich auf Anhieb gefunden. Das ist schon mal gut. So. Mach auf. Was gibt's da? Da ist die Tauchflasche. Ich hatte das noch irgendwie... So, hier, Fenster. Brauchen wir für die Basis. Wichtig. Den haben wir ja schon. Dann gibt's das noch. Ist hier noch irgendwas? 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ist hier irgendwo eine Blume? Oje, oje. Schaff ich. Ja, da kann ich wirklich nicht viel reißen. Oxygen. Ich würde sagen, bevor ich jetzt hier weiter Tauchversuche mache, sollte ich die Tauchflasche bauen. Steht hier schon bei, was ich dafür brauche? Glas, Titan, Silber, das haben wir doch alles, ne? Ja, sonst gucken wir mal noch so ein bisschen von dem Quarz einsammeln und dann ist gut. Hier, das könnte Blei werden, genau, Blei werden wir noch viel brauchen. Da ist Quarz, das hole ich eben. Da ist sogar noch mehr Quarz. Oh ja, und diese dusseligen Dreckshaie hier. Da war dann noch mehr Quarz. Da. So, dann mache ich mir erstmal die Tauchflasche. Dann können wir nämlich weiter runter. Warning. Ja, ich hab's begriffen. Du mich auch. Das ist echt kurz, ne? So, wo ist denn jetzt unsere... Da müssen wir hin. Und dann ist auch gleich schon hier die Batterie alle. So.
Irgendwas mit Silber war noch, ne? Also. Die Tauchflasche ist klar. Zweimal Glas sogar. Können wir das schon machen? Hatte ich 4 eingesammelt jetzt? Oh. Achso. Für Glas brauche ich... Hä? Ach, das ist emailliertes Glas. Jetzt habe ich falsch geguckt. Ich habe mir jetzt schon... Was? Aus den Pirscherzähne gibt es hier keine. Ja, zweimal konnten wir machen. Alles klar, was war das noch? 4-mal Titan haben wir offenbar auch. Und 1-mal Silber. Wenn hier keins ist, müssen wir von draußen holen. Doch, hier ist eins. Gut, da müssen wir das jetzt machen können, ne? Augenblick, da muss ich aber erst die Flasche rausholen. So. Ausrüstung. Flasche mit hoher Kapazität. Wir hatten jetzt 75, glaube ich, ne? Wupp. Die haben wir jetzt hier drin. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel bringt die? Temperatur da. 129, 130, das ist schon ein anderer Schnack. Das ist fast eine Verdopplung. Ja, das ist gut. So. Dann habe ich jetzt hier das Zeug noch. Kann hier bleiben. Der ist gepökelt. Das hat noch Zeit. Wie viel bringt der? 21. Oh. Gut, da sind wir da gut dabei. Ja, es ist hell noch. Gut, dann hau ich da nochmal ab, ne? Ja? Ja, ja, ja. Einen Ausflug machen wir noch. Von wo war ich gekommen? Von da irgendwo, ne? Ja, hier. Runter, 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 runter. Mann, nee. Die brauchen wir jetzt nicht. Bevor ich jetzt richtig runtergehe, gehe ich nochmal eben atmen. Das sieht jetzt schon anders aus. Ich bin jetzt auch erstmal scharf auf Baupläne für die Seebahn. Und dass wir dann da hier unseren LN einfangen. Ja. Ja, ich habe also, wie gesagt, ich habe schon ein Stück weit gespielt. Ich hatte auch die Seebahn schon. Ich weiß gar nicht, ob alle Abteile. Bin dann auch schon ein Stück weit tief gegangen. Ja, ja, ist okay. Oxygen efficiency decreased. Hier nehmen wir aber auch welche von mit. Das ist wichtig. So. Ja, jetzt sind wir also mit der Sauerstoffausstattung so weit gut, dass wir hier also... Ach, guck an, ne? Der ist schon 150 Meter tief. Da kann man jetzt schon ein bisschen was reißen hier. So. Ist hier was zu scannen? Hier ist erstmal nichts auf den ersten Blick. Da ist eine Blume. So, jetzt haben wir doch hier schon die Gegend von LN, ne? Was ist das denn hier? Guck mal, wieder ein Fragment der Seebahn. Da ist dieses Notsignal wieder. Gucken wir, ob wir da bis dahin schaffen. Ja, hier unter 100 Meter geht der Sauerstoff auch schneller weg. So, da sind wir. Hier kommt dieses Notrufsignal nämlich her. Sanctuary power. Critical. Hello? Is someone there? In a manner of speaking. We're running out of time. What is all this? Seeking emergency storage medium. I can help you better if you show yourself. If we could show ourselves, we would not need storage. You mean you don't have a physical presence? Are you one of them? An architect?
Storage medium identified. We will be lost unless we find any of those. Can you help? Can you use my PDA for storage? You are not with the group from before. Your cybernetic components bear their signal. Altera? No, my equipment is, borrowed. It will have to do. Ja, das sind Energieblöcke, die brauchen wir später auch. Die nehmen wir natürlich mit. Der Borgwürfel. How long have you been stored here? Longer than that. Warning. Sanctuary power. Critical. Our data can be downloaded from the terminal. We may speak more once the transfer is complete. Yes, okay. Hurrying. Daten von dem hier runterladen? Neugierig? Machen. Storage medium accepted. Brace to transfer. Brace? Echt. Transfer complete. How do you feel? Why do you sound like you're inside my head? The facility identified hospitable capacity within your cerebral cortex. You are in my head? I offered you my PDA. Get out! Oh, no. Does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components? My mind is not a component! You sound angry. We will allow you a moment to process. Don't you go silent on me. Hello? This is not happening. That's the explanation. It's not happening. Uh-oh. Was hat er denn da jetzt für Daten uns ins Gehirn gebraten? Da war doch was. Ach, den Würfel. Ja, ich könnte ja jetzt alles nochmal zum Lesen machen. Ich sag mal so. Zwei Versionen. Version 1... Ich erzähle mal ganz kurz, so in groben Zügen, worum es geht. So wie ich das in Erinnerung habe. Und Version 2 ist, man liest den ganzen Krempel. Ich werde dann also gleich zum Schluss nochmal so ein paar Texte hier einfach auf dem Bildschirm anzeigen. Wer sich interessiert, kann die lesen, indem man da eben auf Pause macht dann. Ja, aber jetzt müssen wir erstmal zurückkommen, ne? Ob ich den Weg zurückfinde, hier wieder raus, ohne zu ersaufen? Erstmal den Weg überhaupt zurückfinden. Kann ich hier runter? Jo. Da müssen wir lang, ne? Pilotin, letzte bekannte Position. Ja, da müssen wir auch noch hin. Und das ist weit. Boah. Na, hier geht's. So, hier kommen wir doch raus wieder, ne? Jo, da ist wieder Wasser. Ja. Also. Außerirdische, die den ganzen Krempel hier gebaut haben, ne? Haben wohl auch ein Problem gehabt und ja, die existieren also weniger in Fleisch und Blut sozusagen, Körper auch, aber eben nicht nur, die haben auch die Fähigkeit, ihre Persönlichkeit, also ihr spirituelles Dasein, ihre Geisteskraft, ihre Seele quasi, mit der Intelligenz auch in andere Speichermedien zu tun. Das musste der jetzt machen, weil hier, ne, war ja immer energiekritisch und so. Der hat sich jetzt erstmal hier bei uns in den Kopf reingepflanzt. Das heißt also, diesen Alien, der da gerade mit uns gesprochen hat, den haben wir jetzt in Form von Daten bei uns im Kopf. Und das geht jetzt darauf hinaus, dass wir ihm helfen sollen, dass er jetzt einen anderen, ja, Körper findet oder so. Oder eben seinen Körper wieder mit den Elementen zusammenbauen kann, der seinen eigenen Körper hat. Darum wird es gehen. Aber jetzt ist er erstmal bei uns im Kopf, ab und zu meldet er sich, gibt auch ganz hilfreiche Tipps. Na? So, und jetzt werde ich noch zum Schluss hier mal eben
einfach mal hier drauf gehen. Und dann, was haben wir denn hier noch? Ja, das ist nochmal der Text von vorhin, den haben wir ja gehört. Dann haben wir ja auch ein paar PDAs gefunden. Und das werde ich jetzt einfach mal ganz schnell... Ah, das ist die Karte, die wir eingescannt haben, ja. Ja, ansonsten ist die Folge hier beendet. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bla bla bla. Aber wer will, kann auch dranbleiben. Ich zeige noch eben ein paar Texte, dass ihr die lesen könnt. Das sind alte Texte hier, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Mehr, was haben wir hier? Schönfeilchen ist auch nicht so wichtig. Tiere, fremde Daten. Fremde Roboter, das sind diese kleinen Spinnen hier, genau. Das steht zu dem Würfel. Fahrzeuge, ach, die mobile Fahrzeugstation. Habe ich die schon komplett? Mal gucken. Und hier die Seebahn. Das ist interessant vielleicht. So. Was habe ich hier Neues gekriegt? Ach, da ist der Kompass. Habe ich den vorhin nur nicht gesehen oder habe ich den neu gekriegt? Ist leicht zu bauen. Zwei Silber brauchen wir, glaube ich, dafür für den Kabelsatz. Ein Kupferdraht, okay. Was haben wir denn noch gekriegt? Seebahn, das zweite Stück, das ist ja auch gut. Also noch ein, dann hätten wir schon mal die einfache Seebahn. Ach ja, und das Fenster, genau. Oh, hier ist ja schon einiges, ne? So. Sprachaufzeichnung hat man schon. Hier sind noch 10. Was ist denn hier noch? Ja, dann machen wir das auch noch eben. Der Vollständigkeit halber. Altera Personal. Das sind jetzt die PDAs, die überall rumlagen, die wir aufgesammelt haben. Da sind meistens so Aufzeichnungen auch von den Mitarbeitern. Altera. Wie gesagt, das alles zu lesen, das würde echt den Rahmen sprengen. Deswegen mache ich ab und zu mal am Ende der Folgen, dass ich die Texte kurz auf dem Bildschirm stehen lasse, dass wenn ihr das lesen wollt, mit eben Pause-Taste das auch könnt. So, ich glaube, jetzt haben wir hier alles. Da haben wir jetzt noch das Signal. Letzte bekannte Signal der Piloten. Da werden wir dann auch demnächst mal hin. Jetzt sehe ich aber gerade mal hier, im Moment hier. Die Batterie ist so gut wie leer. Aber ich habe ja noch welche. Kann ich ja dann unterwegs tauschen. Das sind die Ionenwürfel. Die brauchen wir später auch für höhere Energien. Ja, die haben wir auch schon mit. Da müssen wir vielleicht noch ein paar mehr von sammeln. Ja, wie wir denn dann zurückkommen, sehen wir beim nächsten Mal. Ich starte dann beim nächsten Mal von hier aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so ist, seid gerne das nächste Mal dabei wieder. Und Likes und Kommentare immer gern gesehen. Und ja, ich würde sagen, nächste Mal gucken wir, dass wir erstmal mit dem Basebau anfangen. Ne? Also vielleicht noch nicht zu diesem Signal hinfahren. Das ist nämlich, glaube ich, ein ganzes Stück weg. Sondern erstmal eine Basis bauen.
So, bis dann, bye bye und tschüssi.